diesem Video wird die Interaktion bzw. Wechselwirkung zwischen und innerhalb von sozialen Gruppen und Institutionen behandelt. Soziale Institutionen haben einen großen Einfluss auf das tägliche Leben vieler Menschen, indem diese unter anderem einige Bereiche unseres Zusammenlebens organisieren und regeln. Beispiele für soziale Institutionen sind unter anderem Firmen, Schulen, Gerichte, Kirchen, Regierungsbehörden und so weiter. Innerhalb dieser Institutionen gelten Regeln, die sogenannten institutionellen Normen. Diese Normen stehen für die Erwartungen der Institution gegenüber den Individuen. Es sollte für jeden Menschen deutlich sein, welches Verhalten die Institution von ihm oder ihr erwartet. Jeder Mensch hat innerhalb und gegenüber der Institution ein bestimmtes Verhalten zu zeigen. Wenn jemand von dieser Vorgabe abweicht, kann dies zu Reaktionen der Institution führen. Zum Beispiel kann das andauernde Zu-spät-Kommen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zur Entlassung durch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber führen. Der Begriff soziale Rolle ist ein aus dem Bereich des Theaters bekannter Begriff. Unter einer sozialen Rolle versteht man die Gesamtheit der von einer Person erwarteten Verhaltensweisen. Der Mensch hat in unterschiedlichen Situationen und Institutionen verschiedene Rollenerwartungen zu erfüllen. So werden innerhalb einer Firma abweichende Erwartungen an Chefin, Chef und Angestellte gestellt. Die Situation beeinflusst das menschliche Erleben und Verhalten. Beispielsweise durch die Anzahl der anwesenden Personen und deren Rollenerwartungen. Wenn in einer Gruppe Entscheidungen getroffen werden sollen, kann es zur sogenannten Gruppenpolarisierung kommen. Dies ist dann der Fall, wenn es innerhalb der Gruppe eine Neigung zu extremeren Ansichten gibt und deshalb auch nur wenige abweichende Meinungen vertreten werden. Individuell unterschiedliche Meinungen werden kaum geäußert. Einzelne Mitglieder der Gruppe neigen in solch einer Situation darüber hinaus dazu, die Ansichten anderer zu übernehmen und somit nicht nur das Verhalten zu verändern, sondern auch die persönliche Einstellung zu einzelnen Themen und damit auch die Persönlichkeit, die personale Disposition. Die Entscheidungsbildung in der Gruppe kann, verglichen mit Einzelentscheidungen eines Gruppenmitglieds, zu extremeren Zielen und Handlungsweisen führen. So wurde beobachtet, dass vielfach in Gruppendiskussionen der Anfang der Gespräche besonders bedeutsam für den Ausgang des Gesprächs sein kann. Am Anfang des Gesprächs sind einige sehr risikofreundlich, es kommt am Ende der Diskussion zu riskanteren Entscheidungen. Am Anfang des Gesprächs sind einige sehr risikoscheu, es kommt am Ende der Diskussion zu vorsichtigeren Entscheidungen. Im sogenannten Stanford Prison Experiment des Psychologen Philip Zimbardo im Jahre 1971 wurde die Interaktion in und zwischen Gruppen untersucht. Eine Besonderheit dieses Experiments stellt sicherlich die Situation dar, die simuliert und untersucht werden sollte. Es handelt sich um die Bedingungen eines Gefängnisalltags. Die Dauer des Experiments sollte 2 Wochen betragen. Letztlich wurde die Untersuchung schon nach 6 Tagen abgebrochen. Ein Ziel dieses Experiments war, anhand der Simulation des Gefängnisalltags den Einfluss einer derartigen Situation auf das Verhalten von Wärtern und Gefangenen zu untersuchen. Versuchsteilnehmer waren Studenten, die sich über ein Zeitungsinserat bei den Wissenschaftlern meldeten. Mit Hilfe von Persönlichkeitstests wurde die endgültige Auswahl der Teilnehmer vorgenommen. Die zufällige Zuteilung zu den Gruppen der Wächter und Häftlinge erfolgte durch das Werfen einer Münze. Die Menschen mit der Rolle eines Gefangenen mussten schriftlich für die Zeit des Experiments auf ihre Bürgerrechte verzichten. Einige Tage später wurden die Gefangenen von echten Polizisten verhaftet, verhört und in den Keller eines Gebäudes der Universität gebracht, der für den Zweck des Experiments zu einem Gefängnis umfunktioniert worden war. Es zeigte sich, dass die beiden Gruppen zunehmend in ihrem Verhalten den eigenen Rollenerwartungen an Wärter und Gefangene entsprachen. Die Eigendynamik der Gruppen
führte zunehmend zu negativen und feindseligen Gruppeninteraktionen. Es zeigte sich die Wirksamkeit institutioneller Normen insofern, da die Rollenerwartungen von Versuchsteilnehmern übererfüllt wurden. Gewalttätige Übergriffe der Wachmannschaft auf die Gefangenen führten letztlich sogar zum Abbruch des Experiments. Die Versuchsleitung kam zur Schlussfolgerung, dass die Macht der Situation und Rollenerwartungen einen enormen Einfluss auf das Erleben und Verhalten psychisch normaler Menschen haben können.